Achte deinen eigenen Gott, so wie er dir gefällt, und dann regier mit ihm die ganze Welt. Setz ihm einen Turban auf, und wenn er nicht den Säbel schwingt, nagel ihn ans Hakenkreuz, bis er's bringt. Mach dir deinen eigenen Gott, streich ihn blutig rot und schlag in seinem Namen deine Feinde tot. Mach die Religion zum Schwert, dulde keine Fragen, und jeder, der da anders denkt, wird vom Kreuz erschlagen. Mein Gott ist nicht dein Gott, doch welcher Gott ist Gott? Drum schlagen wir in seinem Namen uns gegenseitig tot. Mit Bomben und Granaten flieg, Ali, flieg auf zu neuen Attentaten. Heilig ist der Krieg, ob Frauen oder Kinder, leg sie alle um, sing Allahu Akbar, damit die in den Himmel kommen. Das Blut auf Gottes Acker versickert mit Geduld. Bedauere das Massaker und sag Gott ist schuld. Wenn Religionen sich vertrügen, ja, dann fielen Kriege schwer. Es gibt wenig zu verdienen, weil dann Frieden wär. Mein Gott ist nicht dein Gott, doch welcher Gott ist Gott? Drum schlagen wir in seinem Namen uns gegenseitig tot. Mein Gott ist nicht dein Gott, doch welcher Gott ist Gott? Drum schlagen wir in seinem Namen uns gegenseitig tot. Ich habe übrigens im ZDF vorige Woche eine Diskussion gesehen von hochkarätigen Theologen, und zwar so von allen Religionen. Und da ist dieses Wort gefallen. Und dann eine evangelische, also Protestantin, hat dann gesagt, das ist ja eigentlich, diese drei, gerade die monotheistischen, hat dann gesagt, es ist ja eigentlich, soll es ja der gleiche Gott sein, und hat dann wirklich das Zitat gebracht, wahrscheinlich ohne uns zu kennen, welcher Gott ist Gott? Und das hat mir sehr gefallen, weil ich wusste, wir sind da ganz genau am Punkt. Jetzt aber, bevor es zu melancholisch wird, ich habe das Programm jetzt angestellt, kommt eine Nummer, die wird euch da vorne sehr freuen, nämlich für dich lohnt sich zu leben, und dafür hat jetzt unser Sebi Platz genommen, das ist der Sebastian, ihr kennt ihn. Hey. Jung, heute hallo. Allerdings auch mit einer schweren Halsentzündung. Und für dich heißt die Nummer, aber es ist natürlich für euch.